Hallo miteinander und willkommen zurück zu MechWarrior 5 Mercenaries mit Torrin Gant. Wir sind in diesem ominösen System gerade angekommen. Ich habe nichts gekauft, es gab nicht wirklich was. Es gab zwar den hellhaften Battlemaster, der wäre eine Verbesserung gewesen, aber 10 Millionen für den Mech ausgeben, die wir eigentlich schon haben. Naja, ich glaube, das muss nicht sein. So, was sagst du? I've got some new information, Commander. What is it? Now that we're in orbit around the planet, I've been able to conduct a cursory scan of the surface. There's definitely something here. Someone here as well. If I had to guess, and that's all it is right now, I'd say it's our old friends, Comstar. What the hell is Comstar doing here? Well, if it is indeed them, there's no way of knowing for sure until we're on the ground. I've prepared the mission briefing for you based off the information I've collected from the scan. It's less than ideal, but we're in uncharted territory here, so it's the best I can do. You're clear to launch whenever you're ready, Commander. Copy that. Alles klar. Anscheinend sind das hier wieder Comstar-Jungs, die hier unterwegs sind. Was ist das, die Vermutung? 90. Eieieiei. Okay. Triss ins unbekannte Kommando. Es gibt eine Installation auf dem Boden, die von einer Festung mit Mauern umgeben ist. Rihanna hat auch eine bedächtliche und aktive militärische Präsenz im und um den Zielort herum festgestellt. Zu wem diese Schachtel gehören, wissen wir immer noch nicht. Es ist eine Mission herauszufinden und zu untersuchen, was in dieser Festung liegt. Wenn es Comstar ist, geh aggressiv gegen alle Ziele vor, die dir begegnen. Viel Glück. So, wie es ist, wir werden viel, möglichst viel davon mitnehmen. 75. Ja? Ich meine... Was schätzt dir den Battlemaster mit? Würde ich sagen. Ja. Damit haben wir etwas weniger LRMs, aber trotzdem noch viele, ehrlich gesagt. Ja, das sollte trotzdem reichen. An Fernreichweiten, Kampf, was auch immer. Und wir sind optimal ausgestattet, theoretisch. Oh boy. Okay. Bereit? Bin gespannt, auf was wir treffen. Vielleicht ist es ja was ganz anderes. Man weiß es ja nicht. Es könnte alles sein. Vielleicht sind es ja Klaner. Vielleicht gibt es doch Klaner im Spiel. Ja, naja, vermutlich nicht. Aber es wäre schon irgendwie cool, wenn das irgendwie so noch so eine Wendung hätte. Naja. Wir werden sehen. Warning. Hangar doors opening. Stand clear. Okay. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. The installation's fortified walls are approximately one click west, Commander. Head there and make your way inside, so we can see what we're dealing with. Ja, genau. Erstmal reingehen. Reingehen in die Basis, damit wir uns schön ziehen lassen können. Ja, ja, super. Super gut, finde ich das. Oh boy. Weiter hinten. Hier ist aber nur ein Waypoint hier. Ich würde schon sagen. Ja, ja. Und die Gegend. Bergig aus. Noch kein Feindkontakt. Kein Kontakt mit überhaupt irgendwas. Ich meine, Tiere gibt es hier offensichtlich. Defensive perimeter up ahead. Hostiles incoming, Commander. It's Comstar. Na super. Na super. Target is down. Target destroyed. Natürlich wieder schwer der Panzer da oben. Er schießt auch noch. Oh, geht doch nicht näher ran an den. Oh Gott. Wieso laufen uns die Leute näher ran? Oh Gott, LSR 60. Weg damit. Ja,
Das ist, glaube ich, nicht ganz so schlau, hier unten sein zu laufen. Aber gut, unsere Leute wollen das anscheinend. Der lebt immer noch. Target acquired. Target destroyed. Okay. Ja, das war also die erste Welle. Schwere Panzer. Ja, ihr wollt alle diesen Turm töten, ne? Das ist durchaus löblich. Bestimmt nicht der letzte sein. Target acquired. Target destroyed. Einmal so. Ja, schön, schön langsam. Das ist der Eingang. Das soll irgendeine Militärbasis oder sowas sein. Was soll es denn sonst sein hier außen? Okay, you're past the outer perimeter, Commander. Let's investigate and see what Comstar is up to. Keep a sharp lookout for enemies. Ja, ich. Enemy mech spotted. Ja. Target acquired. Ja, da ist er. Ja, im netten Comstar weiß. Oh, Leute hinter uns noch, so wie es scheint. Da hinten. Ihr hey, werdet es doch wohl hinbekommen, hier diesen einen Lightmac hier zu killen. Oh, Spiel! Tango down. So. Ist der schwere Panzer jetzt besiegt da hinten? Enemy destroyed. Jetzt. Gut. Gute Arbeit, Lorenzo. Man, die seine Javelin hat schon viel Schaden gemacht. Ist auch irgendeine recht gute Variante. Ich glaube, die Hero-Variante, wenn ich mich nicht ganz irre. Auf jeden Fall der mit SMs und Mediums. Gleichzeitig. Da hinten blitzt es. Das kann nichts Gutes heißen. Da werden gefährliche Experimente durchgeführt. Ja. Das ist mal so komisch, weil das ja alles so menschenleer ist eigentlich. Türme hier. Heads up. VTOLs inbound on your location. VTOLs? Target acquired. Die Dinger. Target destroyed. Target destroyed. Zum Glück sind wir da jetzt echt mittlerweile gut am Wegsliden von den Typen. Sollen wir das früh genug machen, kriegen wir auch wenig Schaden. 800 Meter. So, was erwartet uns denn hinter dieser Hügelgruppe hier? Target acquired. Target destroyed. Noch nicht viel. Wenn die uns aber. Ne, wir sind jetzt noch nicht mehr auf Komplex, wir sind da irgendwo dann links abbiegen, schätze ich. Target acquired. Target destroyed. Target destroyed. Gut. Ja, aber das mache ich mit den LRMs. Spart sie euch lieber, so wie ich. Lieber die Gauss-Schlüsse verwenden. Ja, es wird bestimmt noch irgendwie. Ja, da kommt es mal.
but it looks like they're still expanding their footprint. Whatever they're doing here, they're investing a lot of time and money in it. Splash target! So. Target destroyed. Target acquired. Okay, versuchen wir diesen Crap zu erledigen. Und dann laufen wir mal geschwind dran vorbei. Ja. Ich kann heute mal sehr gut ausschalten von der Ferne. Hallo, Türmchen. Oh, hallo Panzer, wo kommst du denn her? Ich wollte dich zertreten, aber es hat dann nicht ganz gereicht. Sind das irgendwelche Ausgrabungen oder Bergbauanlagen? Naja, hübsch ist es schon hier mit dem Durchrennen. Ja, ja. Was ist das da? Irgendein Riesensilo. Schon ein bisschen, also ich hoffe, dass es wenigstens irgendwas Tolles ist. Und nicht, dass es so, ach ja, es war ein, keine Ahnung. Es wird auch nicht spekuliert oder so, was das hier sein kann. Gespräche zwischen Piloten oder so, ja, so, ne, laufen wir mal rein. Was ist das für eine Anlage? Wir wissen nur, dass die scheinbar schon eine Weile hier sind, aber sie expandieren noch immer. Aber was ist das hier alles? Ja. Ist das hier eine Mining Operation? Was ist das hier? Target acquired. Target destroyed. Beide Arme sind schon auf Orange, das ist nicht ganz so gut. Target acquired. Black Knight. Ich werde mich hier mal dezent ein wenig zurückziehen. Oh Gott, da ist auch einer hinter uns. So, Moment. So. Sicher kein Problem, ne? Ich wäre nur ganz ehrlich, wenn jemand anders ein bisschen auch mal tanken würde. Oh, hi. Bist du ein Fettpanzer? Hau nicht von mir ab. Schon super aussehen, kommst. Ist das Scheme hier? Warte, was? Gut. Ja, dann gehen wir schnell weg hier. Ich habe bisher immer noch am meisten abbekommen, leider. Da drüben sollen wir hin. Okay, alle, geht mal davor. Ist da vorne, ist jetzt das Ding, was wir auf der Karte gesehen haben, ja. Und dahinter ist nochmal irgendwas Großes. On station. So, ihr alle da hochgehen. Moving with the Lance. Ah, das scheint irgendeine Kommunikationsanlage oder sowas zu sein da oben. Was natürlich Sinn macht bei Comstar, ne? Das sieht aber irgendwie auch sehr nach Falle aus hier. Lauft mal hoch. Ich habe mich auch extra zur Seite, dass ihr vorbei dürft. Sehr schön. Forming on you. They have a significant number of radio telescopes arrayed ahead of your current position, Commander. Head that way.
and let's take a closer look. More hostiles inbound on your coordinates. Festgestellt. Ah. Target acquired. So. Moving the grid location. Jetzt laufen wir weiter vor hier. Jetzt bestimmt auch mal heftiger der Max hier unterwegs gleich. Kintaro. So, sehr schön. Sag. Naja, und da ist ein Cyclops, ne? Ja. Oh, und der hat sogar eine AK-20 dabei. So, schützt mich. Einen Abend weniger für dich und dein Center ist offen. Oh. Die Beine sind total kaputt. Ja, komm schon. Stirb doch endlich. Danke. Oh oh. Ich bin nicht ganz so, dass das der Gauss-Arm, der so kaputt ist, oder? Nee, es ist der, oh Gott, es ist... Es klingt natürlich komisch, aber es ist fast schlimmer, weil wir haben überhaupt keine Medium-Pulse, also die zu ersetzen. Wir haben noch einen. Und wo ist hier jetzt irgendjemand noch? Da. It appears Comstar have built some kind of stellar research facility on this planet. Those buildings up ahead must be their data and research center. If we can secure those buildings, maybe we can learn exactly what they've been up to. Proceed to the main research building at the back and eliminate any enemies you encounter along the way. Copy that. We're out. Ist das eine Forschungsbasis? Alles klar. So, Freunde, dann lauft da mal rein. Bewegen uns hier ganz langsam in die Richtung, ihr dürft uns überholen, ja? Müssen wir so jetzt also mich hindrehen, okay. Der Gauss schielen, um die Medium-Pulse zu schützen. Ist, ja, der ist halt der schnellste, deswegen hat er auch so viel abbekommen. Lässt er uns jetzt wieder hier voll reinrennen, oder? So, halt mal hier, F3, F3. F2, F3. So, und hier F4, wir folgen. So, individuelle Befehle, ja. Können wir sollen alles intakt einnehmen hier, das ist wichtig. Ja, genau. I don't think it's a trap, Commander, but stay sharp. There's no way it could be this easy. Ja, genau. Standort gehen. F3. Dem Standort hier gehen. Noch ist hier niemand, aber. So, der 4. Du solltest mir weiterhin folgen. Eigentlich. Those Comstar forces are attacking their own infrastructure, Commander.
They'd rather destroy those buildings and the data contained within them than let it fall into our hands. You need to prevent that from happening. Copy. Okay. Target acquired. Ja, dann allen Befehlen mir folgen, ne? Das Elite hier. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. Enemy destroyed. Schauen wir mal, dass wir da irgendwie hinkommen, ohne. Boah, ist das ein Riesengebiet, das wir verteidigen müssen. Oh Gott. Oh Gott. Target acquired. So. Target destroyed. Target eliminated. Ich jetzt okay, da ist ein Panzer. Okay. New target acquired. Da ist noch einer. Dich da mal runter oder auch nicht. Target destroyed. Der ist durch, da. Du musst zerstören, bevor er zum Schuss kommt. Gut. So. Wo sind jetzt noch mehr Feinde hier? Da. Jetzt wieder so ein AK-20-Monster. Och, dieses elende. Leute sind ja noch hier am Bewegen, also wahrscheinlich ist irgendwo noch irgendjemand. Da, da ist er. Target destroyed. More mechs converging on your position. Okay, jetzt zum Hauptgebäude, alles klar. More mechs. Where? For uns. They're concentrating all their fire on that main research building at the back of the compound. You need to protect that building at all costs, Commander. Ja, das werde ich versuchen. Kommen die von hinter uns? Tatsache. Ah ne, da unten sind sie. Auf hier. So, vorsichtig sein, ne? Okay. Komm schon. Jetzt, wir jetzt echt aufpassen jetzt. Okay. So, dann haben wir die Zikada weg. Ah, Muni ist auch nicht mehr so. Das war da. Ist den Handspeck da hinten. Bestimmt noch nicht alles. Mir nehmen wir das schon alles. So, aber 100%, aber es wird halt echt noch 310 LM Munition, noch 20 Gauss Munition. Ja, und wenn sie uns halt den Arm mit den Lasern wegschießen, dann ist halt vorbei, ne?
So, Schulter ist weg. Sehr gut. Target destroyed. Okay. Vielleicht more max converging on your location. Ja, da. Zack, ja, das war noch nicht alles. King Crab 3G. Die sind alle da unten. Auch schon den Arm. Jetzt blocken sie mich wieder alle hier. Ach, ja. Okay, einer weniger. Was ist mal hier? Locus? Da ist ein KSR Javelin, der. Ist das ein Gintaro? Ja. Component damage critical, need assistance. Ah ja? Enemy mech destroyed. Okay, den haben wir auch. Das ist dann hinten noch ein Locus. Jetzt wird es langsam echt ein bisschen knapp. Mit allem. Oh, das waren die letzten LRMs. Zehn Gauss-Schüsse noch. Gut. Jetzt ist aber okay, oder? Nice work, Commander. Heading your way for extraction. Oh, Gott sei Dank. Hey. So, mal schauen, wie viel wir verloren haben an Gliedmaßen und anderen teuren, wunderschönen, prächtigen Dingen. Ist auch wieder da. Wir sind fast schon mythisch. So, ja, eher schwere Laser. Zwei Stück. KSR-4 Artemis. Drei Stück. Das Munition ist 4 Millionen. 10.000 Ruf. So sind jetzt alles bestimmt super tolle Varianten hier, ne? Mal den und den Kintaro. Ja, ich denke, das kann man so machen. Das ist ein nettes Zocker, ja, alles auch ist, aber zwei Mechs zum Verkaufen. Hat auch 605 Schaden. So, ja, die Beine beim King Crab, ne? Okay, und bei dir war es nur der Arm. Dass ich Gesamtschaden mehr als wir angenommen haben. Plusartige Arbeit, wie du dieser Comstar-Kräfte zurückgehalten hast, Commander. Sie haben eindeutig versucht, ihre eigene Installation zu vernichten und haben es bevorzugt, die gesammelte Information zu zerstören, als sie in unsere Hände fallen zu lassen. Aber dank deiner Mühen konnten wir das Hauptforschungsgebäude und einige der Daten, die sich darin befanden, erhalten. Die gute Nachricht ist, Spears und seine IE-Mitarbeiter haben schon mit der Analyse der wiederhergestellten Daten von der Anlage begonnen. Die schlechte Nachricht ist, dass Comstar Techs es geschafft haben, viele der verfügbaren Daten zu löschen, bevor wir die Chance hatten einzugreifen. Was wir sagen können, ist, dass Comstar diese stellare Forschungseinrichtung aufgebaut hat, in dem Bestreben, den fehlenden Abschnitt der Sternkarte zu untersuchen. Die Comstar Explorer Corps, ihre Version der Interstellaren Expedition, haben hart mit den hier gewonnenen Informationen gearbeitet, um die Region System für System zu durchsuchen. Hast du jetzt die Aufnahme ausgemacht? Hoffentlich nicht. Nee, gut. Und es war mit den ziemlichen Schweren und anderen zu plündern. Die Region ist ziemlich groß und war fast vollständig unerforscht, bevor Comstar hier ankam. Die Sache ist, wir wissen nicht, wie viel Fortschritt Comstar gemacht hat. Ich vermute, das wird die Zeit zeigen. Er kommt zu mir auf die Brücke, wenn du dich aufgefrischt hast. Spears hat etwas gefunden, das er mit uns besprechen möchte. Jo, das besprechen wir mit Spears dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Euer Torren.